Ich bin der Markus von der TUI Flughafenstation in Nürnberg und mein Insider-Tipp ist der Norden der Dominikanischen Republik mit den Hotels Rio Merengue, Rio Merengue Village und Rio Bachata. Normal ist die Dominikanische ein Ganzjahresziel. Ganze Jahr so circa die 30 Grad, aber am schönsten ist auf jeden Fall die Zeit zwischen Oktober und Mai. Wenn es gerade in Deutschland jetzt richtig schön kalt ist, brauchst du dich nicht darum kümmern, das Auto frei zu kratzen, sondern kannst am Strand liegen. Hier haben wir den ganzen Rio-Komplex mit den drei erwähnten Hotels. Das Clubhotel Rio Merengue Village, das Clubhotel Merengue und das Clubhotel Rio Bachata. Es verfügt ungefähr über 1500 Zimmer, die man aber so gar nicht merkt, weil es doch nur Bungalows sind, die höchstens zwei Stockwerke hoch sind. Ja, man hat wirklich also einen richtigen Karibik-Charme. Ich kenne das aus persönlicher Erfahrung, da ich dort 3 Monate als Reiseleiter gearbeitet habe. Und man fühlt sich wirklich wie im Paradies, mit den traumhaften Stränden, mit den Palmen. Das ist also wirklich ein ganz, ganz tolles Erlebnis dort. Okay. Mein Insider-Tipp ist ein River Rafting auf dem Jaco del Norte. Ich habe selber dort schon mal eine Rafting-Tour gemacht. Es dauert ein paar Stunden lang, es ist sehr, sehr anstrengend. Ich habe einen Muskelkater gehabt, 3 Tage lang, aber es ist wirklich faszinierend und unvergesslich. Wie erreicht man die Dominikanische Republik? Vom Airport Nürnberg aus, ganz easy, mit der Air Berlin bis nach Düsseldorf. Das Gepäck wird auch durchgecheckt und dann von Düsseldorf aus, dann nach einem kurzen Aufenthalt nach Puerto Plata, das sind ungefähr 9 Stunden Flug. Und dann, wie gesagt, sind es gerade mal 40 Minuten noch bis zum Hotel und schon kann man seinen Urlaub genießen.